Ja, hallo ihr Lieben. Zunächst einmal Asche auf mein Haupt. Erstmal natürlich herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Und ja, ich, Oller Noob, bin natürlich in die größte Falle reingestolpert, die einem Let's Player wahrscheinlich passieren kann. Ich habe ein Let's Play schon gemacht heute. Ja, 20 Minuten, wie versprochen. Und habe aber vergessen, vorher den Aufnahmeprogramm meines Shadow Players zu machen, zu drücken. Womit ich also wunderschön gequestet habe und wo ich auch alles Mögliche Tolle erzählt habe über irgendwelche Addons und so weiter. Aber leider kein Bildmaterial aufgenommen habe. Gut, Hörspiele machen wir hier keine. Da fehlt mir dann auch der Erzähler. Lässt sich nicht mehr ändern. Ich kann es nicht rückgängig machen. Die Quests sind gemacht. Wir hatten ja letztes Mal geendet mit einem Ritual, das wir abschließen sollten. Das ist nicht weiter schwierig gewesen. Dafür brauchten wir nur so einen runden Tiegel benutzen. Und dann haben wir daraufhin ein kleines Video gesehen. Das ist allerdings schade, dass ich euch das nicht mehr zeigen kann, weil da zwei sehr hässliche Dämonen zu sehen waren, von denen wir eins auf jeden Fall schon mal töten sollten. Und das war dann auch eine der beiden Quests, die wir im Anschluss bekommen haben. Nämlich das Monster töten oder den Dämon töten, wofür wir dann einen weiteren neuen Zauber bekommen haben. Das ist Magie aufzehren. Und das ist ein Unterbrecher. Unterbricht den gewirkten Zauber eines Gegners und verhindert 3 Sekunden lang, dass der Zauber dieser Art gewirkt werden kann. Also der typische Unterbrecher oder Gegenzauber. Die zweite Quest, die wir bekommen hatten, das war ein weiteres Tor zu öffnen, um. Ne, die hatten wir vorhin schreien gelassen. Ah, da hinten die Damen. Um vom Schwarzen Tempel Verstärkung ranzulassen. Nämlich die Shivara. Das sind die hier. So, anschließend mussten wir dann hierher. Und sollen da eine neue Quest bekommen. Können auch mal schauen, ob wir hier irgendjemanden ansprechen können, um irgendwas zu verkaufen oder zu reparieren. Nö, können wir nicht. Ja, dann holen wir uns jetzt aber gemeinsam die nächste Quest ab. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt quasi 3 Quests ohne euch gemacht habe. Viel verpasst habt ihr nicht. Man muss sich halt durchschnetzeln. Das kennt man bis dato schon. So, aber egal. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Leodrim, Vernichtung steht. wir müssen die Truppen der Legion hier im Vulkan angreifen. Es ist wichtig, sie auszuschalten, bevor wir das Kommandoschiff der Brutkönigin, die Teufelskammer, angreifen. Die Teufelshammer angreifen. Unser Plan lautet, die Brutkönigin zu töten und den Sagarit-Schlüsselstein an uns zu nehmen. Dann können wir zum Schwarzen Tempel zurückkehren und die Invasoren zurückschlagen. Keine leichte Aufgabe, doch ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können. Befehle für die Offiziere heißt die Quest. So. Ja. Es gibt Gold und EP. Dann schauen wir mal. Es bleibt nur noch, eure Befehle an unsere Hauptmänner der Illidari weiterzuleiten. Die stärksten Truppen der Legion wurden im Vulkan zusammengezogen. Doch dort werden sie nicht lange bleiben. Wir müssen zuerst zuschlagen, und zwar so hart wie möglich. Sobald sie vernichtet sind, können wir zum Kommandoschiff hinauffliegen. Brutkönigin Tyrannar töten und den Schlüsselstein an uns nehmen. Lord Illidan wird höchst zufrieden sein. Erteilt euren Illidari-Offizieren ihre jeweiligen Einsatzbefehle für den Angriff auf die brennende Legion im Vulkan. Gut. Die Seelenmaschine und die Schmiede sind ihre Primärziele. Das sehen wir hier schon mal. Die Illidans müssen siegreich sein. Alles klar. Das heißt, wir sollen jetzt erstmal die ganzen Offiziere abklappern und sagen, ey. Wie kann ich helfen, Mary, zieht mit euren Nagern in Richtung Norden und unterbrecht das Ritual, das die Dämonen an der Seelenmaschine abhalten. Kämpft hart,
Eine würdige Aufgabe für die Exennarbe. Das fände ich auch. Hauptsache hier, haut mich nicht wieder, das habt ihr gar nicht mitgekriegt. Auf dem Weg hier oben kam mir einer von den Naga zur Hilfe, in Anführungszeichen, und bombardierte mich dann versehentlich selber. So. Ich lebe, um den Illidan. Matronenmutter, führt eure Shivan über die Schlucht zur Verderbnisschmiede und lasst unsere Feinde leiden. Lasst uns das bald wieder. Wir kümmern uns darum. Vergesst nicht, dass der Schwarze Tempel angegriffen wird. Ja. Eile ist geboten. Kommt, Schwestern, heißen wir unsere einstigen Brüder willkommen. Ja, dann mal los. So, und dann haben wir noch hier unten die Gruppe. Akal Hektar. Schlachtenfürst, eure Truppen werden die Verdammnisfestung im Südosten angreifen. Sorgt dafür, dass ihr riesiges Dämonenheer uns nicht in den Rücken fällt. Glück sei mit uns, wie ihr wünscht. Ja, wünsche ich. So, gut, also die Felsen krümmen sich dann auch. Und jetzt guck mal, wir haben unsere Quest erfüllt. Ja, dass das hier alles so ein bisschen länger dauert als normalerweise bei mir. Ich bin kein Rollenspieler, also ich bin teilweise, zeitweise Rollenspieler. Ich habe also auch Charaktere auf einem Rollenspielserver. Da nehme ich das Ganze auch etwas ernster, aber normalerweise lese ich mir Questtexte nicht großartig durch, sondern nur, was muss ich machen, wo muss ich hin? Fürst Illidan kennt den Weg. Ja, das ist schön. So, dann Quest beenden. Zack. Dass ich jetzt die Questtexte vorlese, das mache ich jetzt nur für euch, damit es euch ein bisschen unterhaltsamer wird. Verleiht mir die Augen der Allsicht. Jace Düsterweber schwört, er habe für einen kurzen Moment eine dämonische Präsenz hinter uns gespürt. Er hat mit einigen unserer Truppen die Höhle im Südosten untersucht. Sie haben daran nichts gefunden, doch er ist sicher, dass etwas faul ist. Würdet ihr ihm eure Erfahrung und wichtiger noch eure Geistersicht leihen? Sprecht mit Jace Düsterweber und nutzt dann eure Geistersicht, um die Höhle nach verborgenen Dämonen abzusuchen. Okay. Wir können erst angreifen, wenn unsere Flanken gesichert sind. Jo, Geistersicht, das ist ja diese Geschichte, wo wir irgendwie durch Wände gucken sollen. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Darf nicht fallen. Ja, dann muss ich da wohl jetzt. Der wartet anscheinend da. Ohne Kampf kommen wir da nicht durch. Ja, machen wir mal ein bisschen Schnitzel hier. Ja. Kann man ja nicht meckern, ne? Der hat ja schon ganz gut Power. So, es war von einer Höhle die Rede. Also gehe ich mal davon aus. Jawohl, hier. Oder steht der oben über der Höhle? Das kann natürlich auch sein. Na, sieh mal einer, guck. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? So, ich vermute etwas überaus Mächtiges in dieser Höhle. Aber die bewältigende Teufelsenergie, die Mardum erfüllt, trübt meine Sicht. Ich bin mir nicht sicher. Wenn da drin wirklich etwas lauert, können wir es uns nicht leisten, es zu ignorieren. Bis auf Fürst Illidan meistert ihr die Fähigkeit der Geister sich besser als jeder andere. Könntet ihr eure Geistersicht auf die Höhle richten, damit wir herausfinden, ob mein Verdacht berechtigt ist? Ja, ich werde die Höhle mit meiner Geistersicht untersuchen. Ja, okay, gut. Höhleneingang benutzen? Irgendetwas stimmt da nicht. Jo, gut. Also Höhleneingang. Ich glaube nicht, dass das von hier aus was bringt. Wie lange hat die Abklingzeit? 30 Sekunden. So, das habe ich nämlich gedacht. Das bringt schon mal gar nichts. Quest complete. Ach doch, guck mal einer hier. Hier ist auch noch ein Eingang. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen vorher. Jo, hat was gebracht. Da stehen wir hier. Zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Wir sind Stufe 99. Und wir haben noch unverteilte Talente. Ach du grüne Neune. Da graut mir ja so ein bisschen vor, schon die ganze Zeit.
Ja gut, wir nehmen auf jeden Fall schon mal die nächste Quest, denn da scheint es auch noch wieder etwas als Belohnung zu geben. Jetzt, wo ihr die Dämonen enttarnt habt, kann ich sie auch spüren. Ich spüre sogar einen extrem mächtigen Teufelslord tief in der Höhle. Entreißt ihm seine Macht, solange ihr noch könnt. Wenn ihr den Anführer ausschaltet, kümmern wir uns um den Rest seiner Truppen in der Höhle. Tötet Lord Teufelslord Kasa und beansprucht seine Teufelskraft. Und dann bekommt man Glewe werfen. Eine dämonische Glewe nach dem Ziel werfen, die 15.701 körperlichen Schaden verursacht. Die Glewe kann auf bis zu zwei weitere Gegner innerhalb von 10 Metern überspringen. 30 Meter Reichweite. Das ist cool. Gut, den nehmen wir schon mal an. Nicht entkommen! Illidari, Angriff! Okay, gut. Wollte eigentlich nochmal die Talente verteilen hier. Achso, wir können erst einen Talentpunkt verteilen. Passiv, passiv, passiv. Erhöht die Schaden von Teufelsrausch um 50, wenn der Teufel. Chaosstoß fügt einen weiteren Ziel zu, jetzt 50% des Schadens zu. Erhöht die Effektdauer von Augenstrahlung um 50%. Das finde ich bis jetzt am vielversprechendsten. Ich finde diesen Augenstrahl irgendwie ganz witzig. So, dann wollen wir mal in die Höhle. Ach, guck mal, hier gibt es keine Schatztruhen, das ist ja toll. So, und was steht hier drum in der Gegend rum? Ach, da wird geschnetzelt. Okay, da schnetzeln wir doch mal mit. Hallo! Angreifen. Vernichten! Auch dass ich hier keine Schatztruhe übersehen, das wäre ärgerlich. So gut, die sind da unten beschäftigt, dann machen wir noch mal hier oben bei der. Hallo! Alter, das ist ja. Bin ich beschäftigt. Also, dieser Augenstrahl gefällt mir ja echt gut. Hier schwebt ein Buch durch die Gegend. Auch wieder geil gemacht, also die Programmierer haben sich wieder wirklich riesen Mühe gegeben. Verflucht sei eure Geistersicht. Ja, was ist das? Ach cool, ich habe jetzt auch mal seinen Zauber eben unterbrochen. Damit habe ich ja auch diese Einruhung, oh Mensch, also da muss ich echt aufpassen mit. Ich muss zuerst und bums, da lag die Nudel, das ging ja schnell. Und schon haben wir einen neuen Zauber. Und da das ein Fernzauber ist, werde ich mir den mal extra legen. So, hier gibt es noch eine Schatzkiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Ring. Sieh mal einer, guck. Da wir noch keinen haben. Oh doch, wir haben schon einen. Ja gut, aber der ist ja nun definitiv besser als die, die wir besitzt haben. Okay. Witzig, das habe ich gerade eben erst gesehen. Wir haben ja auch einen Ruhestein, ne? Wo führt uns der denn hin? Bringt euch zurück nach dem Vorposten der Illidari. Ah, okay. So, hier haben wir jetzt irgendwie ein ominöses Tor, aber das interessiert anscheinend nicht weiter. Guck mal, hier sind wir noch alles am Kämpfen, obwohl die doch gesagt haben, wenn ich den Typen platt mache, dann machen die den Rest. Allerdings muss ich natürlich zugeben, dass sie mir auch ein bisschen geholfen haben. So. Jo, da guckst du, oder? Ja, wir kümmern uns jetzt natürlich nicht um jeden einzelnen Mob, der hier noch so rumrennt. Ach, guck mal, da ist auch ein
Naja, ein Dämonenjäger. Einer dieser Hüpffreudigen. So. Jo, offensichtlich ist unser nächster Questgeber etwas weiter weg von hier. Ja, da werden wir dann jetzt auch noch hinreiten und dann werde ich für dieses Let's Play erst einmal Schluss machen. Und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich das mit dem Aufnahmeknopf verdüdelt habe. Dafür gibt es dieses Wochenende auch noch mindestens ein weiteres Let's Play. Eventuell heute noch, wahrscheinlich eher morgen. Und ich werde auch dran denken, den Aufnahmeknopf zu drücken. Das ist wirklich zu blöd. So. Leodrim, wir müssen die Truppen der Legion hier im Vulkan eingreifen. Das haben wir alles gemacht. Ausgezeichnet. Ihr habt die Macht des Teufels dort absorbiert und seid noch stärker geworden. Jetzt können wir uns ganz auf die Vernichtung der Brutkönigin und ihre Legionskräfte konzentrieren. Ich sag auch wirklich das. So, und jetzt sehen wir hier ganz viele Ausrufezeichen. Und das ist für mich das Stichwort, um zu sagen, das reicht wirklich. Diese drei Quests, die machen wir im nächsten Let's Play. Ich wollte die ja nicht mehr so lang machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid mir nicht böse, dass ich zwei Quests nicht mit euch teilen konnte, weil ich zu schusselig war. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Danke fürs Zuschauen, Zuhören, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Sven.